Keine 24 Stunden später, schon aktualisiert sich hier. Es geht schon direkt weiter. Eine Non-Stop-Action, dass die uns wirklich in eine andere Welt schickt. Weil andere Welt, andere Map, neue Map, gutes Fortnite. Aber jetzt kommt Stufe 3, Leute. Ah, es knackt. Leute, willkommen zurück zu Fortnite. Schöne Grüße mal an Team Nachtaktiv. Na, seid ihr noch wach? Bleibt mal wach, Leute. Und hinterlasst mal ein Like, wenn ihr wach seid. Was war das nur für ein geiler Abend gestern, ne? Ein phänomenaler Abend mit einem spektakulären Event, wo wir eine Menge erlebt haben. Aber es bleibt weiterhin spannend, ne? Nicht nur das Live-Event war spannend, es bleibt spannend, weil es kommen wieder nice Sachen auf uns zu, Leute. Die werden wir hier heute im Video besprechen. Aber zuallererst muss ich euch einmal loben, Leute. Es hat so viel Spaß gemacht. Der Livestream hat einfach nur mega Spaß gemacht. Es war mega nice, es war mega fett. Die Community war am Ausrasten, es war am Eskalieren. Der Support war einfach nur brutal. Wir haben so viele Likes, so viele Spenden, so viele neue Mitglieder sind reingekommen. Willkommen an alle neuen Mitglieder, die Stanianer geworden sind. Willkommen bei den Legenden. Genießt auf jeden Fall die 0 V-Bucks, Emojis und besonderen Status in den Kommentaren auf jeden Fall, ne? Ein Abo ist natürlich weiterhin kostenlos, Leute. Es würde mich mega freuen, wenn ihr den Abo-Button reinhauen könntet und den Like-Button, weil wir haben hier natürlich noch eine Menge Sachen vor uns. Dieser kommt bald, noch die Verlängerungsherausforderung, Geburtstagsherausforderung und. Dürft ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Seit neuestem habe ich hier auch die gestaffelte Mitgliedschaft. Das heißt, schon ab 1 Euro können Mitglieder werden. Es gibt dann weitere Stufen mit mehr Vorteilen, die dann auch jetzt in Zukunft auch noch auf euch zukommen. Nur so kurz noch nebenbei, ne? Aber auch da Dankeschön, Leute. Und dickes Handherz geht da an euch raus, Leute, für den ganzen krassen Support. Ohne Witz, das war ein phänomenal geiler Abend. Wird immer in Erinnerung bleiben. Aber etwas ist im Live-Event passiert. Und zwar diese Energiekugel. Und die wird jetzt spannend. Und da geht es jetzt auch weiter. Zuallererst mal den Shop. Der hat sich auch mal wieder aktualisiert. Dieses Portemonnaie wird einfach nur leer gesaugt, Leute. Ihr wisst Bescheid. Ey, Sunny Creator Code. Ne, wenn ihr mich supporten wollt, gerade für Season 10 Battle Pass. Aber ich hole mir mal die Zucchini Jandritschan sozusagen. Ne? Und holen wir uns hier rein. So, haben wir uns gekauft. Die einhändige Zahnseide übrigens ist beim Roboter. Müsst ihr nur kurz durchscrollen, falls ihr das verpasst habt. Die Spitzhacke von Kupferwespe sollte eigentlich auch drin sein, aber es war noch irgendwie im Bug. So, die Energiekugel, die wir gerade beim Live-Event gesehen haben, spielt ja schon eine fundamentale Rolle in der Fortnite-Story, ne? In Battle Royale. Die haben wir schon in Season 8 gesehen. Die war im Hintergrund zu sehen von dem Tisch. In diesem Nexus, wo wir die Waffe gewählt haben, war diese Kugel zu sehen und diente als Energiequelle für den gesamten Nexus anscheinend und auch für viele, viele weitere Sachen. Vielleicht verbindet es alle weiteren Welten. Und diese Kugel wollte erstmal das Monster schnappen, natürlich, um noch stärker zu werden und vielleicht noch mehr kaputt zu machen. Aber dann hat der Roboter diese Kugel selber rausgeholt, um sich aufzuladen und natürlich das Monster zurückzuschlagen. Seitdem ist diese Kugel aus dem Nexus herausgekommen. Der Nexus selber ist jetzt die ganze Zeit offen und diese Kugel schwirrt einfach nur frei herum. Deutlicherweise mit Rissen, ne? Sieht jeder, dass da die Risse drin sind. Und diese Kugel ist jetzt unser Countdown für Season 10, Leute. Season 10 dauert ja nicht mehr lange, ne? Das Live-Event war jetzt erstmal nur ein schöner Finisher für Season 9. Und jetzt geht es Richtung Season 10 weiter. Und diese Kugel pulsiert und es verändert sich. Es wird mehrere Stufen dieser Kugel geben. Wir sind jetzt aktuell schon Stufe 2 tatsächlich. Keine 24 Stunden später, schon aktualisiert sich hier. Es geht schon direkt weiter. Eine Non-Stop-Action. Direkt hat sich diese Kugel aktualisiert, hat jetzt schon eine andere Animation. Es kommt mehr Energie raus. Man sieht dort drinnen mehr Nebel, sage ich mal. Ne? Pulsiert einfach deutlich mehr. Die Geräusche sind lauter geworden. Und das ist, so wie es aussieht, bisher Stufe 2. Und es wird noch eine dritte Stufe geben, wo es auch noch Sound dazu gibt. Gucken, hören wir uns an. Keine krassen Leaks oder Spoiler. Merkt euch auch mal, wie die Kugel jetzt aussieht. Und wir schauen uns gleich mal im Replay an, wie das eigentlich gestern ausgesehen hat. Ne, da hat es noch deutlich weniger pulsiert und war noch nicht so aktiv wie jetzt. So sah die Energiekugel direkt nach dem Live-Event aus. Schaut ihr euch mal an. Deutlich weniger Energie innen drinne. Keine Schweife, die drumherum schwirren, ne, die irgendwie da, wo Energie rausströmt. Es pulsiert zwar, ne, es, als ob das irgendwie ein Herz wäre. Das Herz der Welt, das Herz des Nexus. Die pulsiert da auf jeden Fall. Das ist oft zu sehen. Man kann in die Kugel tatsächlich nicht reinfliegen. Aber im Kreativmodus geht das, ist nichts drin. Keine Sorge. Jetzt springen wir nochmal in-game und dann seht ihr den direkten Vergleich dieser Kugel, ne? Aber das ist jetzt halt unser Aufbau für Season 10. Und da kann man jetzt Theorien raushauen, Leute. Und ihr könnt gerne mal auch in die Kommentare schreiben, was die Theorien angeht. Also mit ziemlicher Sicherheit können wir davon ausgehen, dass diese Kugel jetzt bis zu Ende von Season 9 erstmal bleibt.
Ne, es würde mich wundern, wenn das jetzt noch vor Season 10 irgendwie explodiert. Aber dann als für Season 10 dann natürlich der große, große Knall kommt. Und mit dieser Kugel steckt auch eine Menge, Menge zusammen, wo wir auch jetzt schon wieder Informationen haben. Das allererste ist zum Beispiel, dass diese Kugel als Zero-Point-Energiequelle genannt wird. Wenn ihr euch meine Story-Video angeschaut habt, kennt ihr Zero-Point als die Energiequelle, die dazu da ist, um den Nexus, sag ich mal, zu erreichen. Der Besucher, als er die Rakete gestartet hat, hat auch schon die Zero-Point, den Accelerator aktiviert. Das war sowas wie ein Antrieb. Er brauchte diesen Zero-Point-Antrieb, um in den Nexus zu kommen. Und da war schon die erste Bezeichnung dafür. Die zweite Bezeichnung für Zero Point war in den Spieldateien von dem Nexus selber. Das, ihr erinnert euch an diese Rohre von dem Schmetterlings-Event, wo der Obelisk in der Mitte war. Und diese Spieldateien hießen auch Zero Point. Also die gesamte Kuppel von diesem Nexus hieß so. Die zweite Andeutung für Zero Point ist tatsächlich in den Spieldateien, was diesen ganzen Orbus hier angeht. Das Ganze ist eine riesige Kugel und in den Spieldateien nennt sich das Zero Point Sphere. Und dass diese Kugel was mit Zero Point Energie zu tun hat, liegt wieder an Donald Mustard. Er hat seinen Standort direkt nach dem Live-Event geändert und hat das Ganze zu Zero Point genannt. Und diese Kugel wartet jetzt darauf. Und hier, was können wir da jetzt erwarten? Wie könnte der Übergang jetzt zu Season 10 aussehen? Meine Vermutung ist, und das ist wahrscheinlich ziemlich, schon ein bisschen offensichtlich, dass die Kugel explodiert. Ne? Logischerweise, die kriegt gerade Risse und die Energie strömt dann langsam raus und es explodiert. Es erinnert uns an ein bestimmtes Event, und zwar an Kevin. Kevin hat auch Zero-Point-Energie genutzt, um halt ein Portal zu öffnen zu der Würfelmonster-Welt. Ne? Dadurch sind ja die Würfelmonster erst überhaupt in diese Welt reingekommen, weil er halt eine Verbindung zu dem Nexus aufgebaut hat, eine Verbindung zu anderen Welten, auch Zero Point. Und dann der Würfel, als er seine Energie verbraucht hat, hat er auch angefangen, Risse zu bekommen, ne? Angefangen, Risse zu bekommen. Es ist, hat immer mehr und mehr Risse bekommen. Dann hat er angefangen, sich zu drehen und als er dann explodiert ist, hat er alle Spieler in den Nexus gebracht. Was ist beim Kevin-Event passiert, ne? Jetzt aufpassen, Leute. Bleibt auf jeden Fall dran. Es ist spannend und ich finde auch die Theorie mega, mega schlüssig. Als Kevin explodiert hat, hat er diese Zero-Point-Energie, die er selbst benutzt hat, um das Portal zu öffnen, halt, ist komplett entladen und hat alle Spieler quasi damit umhüllt und wir konnten dadurch in den Nexus gelangen. Der Schmetterling hat dafür gesorgt, dass wir wieder zurückgeschickt wurden, weil wir dort einfach aus Versehen drin waren. In dem Schmetterling können wir vielleicht irgendwie einen Gott sehen, was auch immer, denn das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Vielleicht wird das in Season 20 aufgelöst, wer weiß. Und dann sind wir halt wieder in der Battle Royale Insel gelandet. Jetzt ist die Zero-Point-Energie die Hauptquelle. Nicht nur das, was Kevin angezapft hat, ne, nicht nur das, was er aufgesaugt hat und dann selber genutzt hat, nur um Würfelmonster zu produzieren. Das ist die Ursprungsquelle, die Hauptquelle, wo die ganze Energie herkommt, ne. Und die ist jetzt kurz davor zu explodieren. Kevin ist explodiert, hat uns in den Nexus gebracht. Was passiert also, wenn eine mega fette Kugel voller Energie explodiert? Natürlich, wir könnten genauso wieder entweder in den Nexus geschickt werden oder in eine komplett neue Welt. Ich finde das auf jeden Fall schlüssig, ne? Ich meine, wenn schon eine Zero-Point-Energiequelle explodiert, dann könnten wir entweder in eine neue Welt teleportiert werden und oder die Karte wird sich natürlich massiv verändern. Also ich denke mal, dass wenn das hier explodiert, dass sich Loot Lake definitiv ändert, ne? Wenn es einfach nur eine starke Explosion wird, wird natürlich Loot Lake dran glauben. Aber wahrscheinlich auch noch andere Ordner wie Pleasant Park. Tilted Towers könnte natürlich davon beeinflusst werden, weil die Energie natürlich nicht mehr angezapft werden kann. Ja, die Energie, die gerade durch das Tresor und das Kabel fließt, könnte natürlich nicht mehr angezapft werden. Also damit, dadurch könnte der Neo Tilted seine Energie verlieren. Und es ist natürlich logisch, dass die Energiequelle dadurch ausfällt und somit auch die Windtunnel hier aufhören zu drehen. In Season 10 kommt dann eine neue Transportmöglichkeit. Das ist halt normal Fortnite. Da kommt immer was Neues rein. Das ist soweit okay. Wie vorhin schon angesprochen, Leute, das ist jetzt Stufe 2. Nach dem Live-Event war Stufe 1 und das ist jetzt Stufe 2. Wobei, vielleicht ist das jetzt wirklich Stufe 1 und vielleicht kommt noch Stufe 2. Aber wir hören uns mal die Sounds an für Stufe 3 und die hören sich knackig an. Wie gesagt, keine krassen Spoiler, es verrät uns jetzt nicht, was jetzt mehr oder weniger passiert. Aber jetzt kommt Stufe 3, Leute. Ah, es knackt. So, auf den ersten Blick nehmen sie so ein Gewitter, etwas, was am Aufknacken kann. Erinnert mich wirklich an Kevin, als er explodiert ist. Und wenn Kevin schon bei der Explosion uns in eine andere Welt teleportiert hat, was wird dann der Zero Point selber verursachen, ne? Wir hören weiter. Ja, der Sound wiederholt sich im Prinzip, ne? Genauso schon wie jetzt auch in-game wiederholt sich der Sound. Da passiert nicht mehr krass viel, aber
Hier, wir hören auf jeden Fall, dass es keine Explosion stattfindet. Deswegen können wir definitiv davon aussagen, diese Kugel wird sich jetzt erstmal in Season 9 nicht explodieren. Der Grund dafür ist, und das ist, was auch viele rumgemeckert haben, sage ich mal, warum sich eigentlich auf der Karte nichts verändert hat oder so wenig, ne? Leute haben halt mega, mega krasse Map-Änderungen erwartet. Aber der Grund ist natürlich auch World Cup, die WM. Wenn die jetzt eine Woche vor der WM mal wieder die halbe Karte ändern, hätten die Leute genauso gemeckert. Die Leute meckern, wenn es keine Änderung gibt. Warum ändert sich nichts? Hätte sich die halbe Karte geändert, hätten die Leute gemeckert. Warum ändert die eine Woche vor der WM einmal die halbe Karte? Ist halt so. Man kann nicht alle zufriedenstellen und eigentlich wird im Prinzip immer gemeckert. Die größte Änderung ist halt, dass neben Salty Springs jetzt auch ein interessanter Ort ist mit einem guten Loot, sage ich mal. Und das Skelett verändert sich auch und da kommen wir auch noch gleich zu. Aber ich denke mal, mit einer Energiekugel, die voller Energie darum gerade rumschwirrt und kurz vorm Explodieren ist, sollten wir hier auf jeden Fall mit einer Menge Map-Änderungen zu Season 10 erwarten, ne? Wobei ich wahrscheinlich ziemlich krass hoffe, dass wenn der Nexus explodiert, beziehungsweise diese Geo-Point-Kugel, dass die uns wirklich in eine andere Welt schickt, weil andere Welt... Andere Map. Neue Map. Gutes Fortnite. Gutes Fortnite. Glückliche Spieler. Glückliche Spieler. Ja, dann sind wir alle ein bisschen glücklicher. Und eine neue Welt würde halt mega, mega dafür sprechen. Das Skelett, was das Monster jetzt hier hinterlassen hat, was beim Live-Event gestern natürlich niedergemetzelt wurde. Falls ihr es komplett verpasst habt, Leute, oben rechts auf das i abchecken, ne? Weil das Skelett hat schon jetzt angefangen, Wurzeln zu schlagen. Auch keine 24 Stunden später ist das Ding jetzt schon mega, mega mit... Gras überwachsen. Und das wird wahrscheinlich auch zu bis Season 10, also jetzt auch Woche für Woche, wird das wahrscheinlich immer mehr und mehr Grasfläche bekommen. Ähnlich wie diese Runen, die Kevin hochgehoben hat, ne? Diese coole Steinflecke hier, falls ihr Fortnite erst später angefangen habt und komplett verpasst habt, diese Steinflecke waren mal schwebende Inseln, die der Würfel, sag ich mal, angehoben hat und die waren am Fliegen. Dann sind die runtergekracht und seitdem sind die mit Gras überwachsen. Und das so ähnlich sieht es gerade mit dem Skelett aus. Auch da schauen wir uns das Replay mal an. So sah das Skelett aus, direkt nach dem Live-Event, ne? Ein bisschen Gras war schon dran, aber bei weitem nicht so viel, wie wir gerade im Spiel gesehen haben. Auch was hier unten am Schwert gilt, ne? Ist noch alles sehr, sehr frisch. Und nein, Leute, diese Klinge hat nichts mit Kevin zu tun. Nur weil es ein bisschen lila leuchtet, ist es nicht ja gleich irgendwas mit Kevin, ne? Oder hat irgendwas damit zu tun. Er posiert hier schon direkt beim Skelett, ne? Der Roboter ist noch nie mal ganz weggeflogen gefühlt. Und er posiert schon beim Skelett. Das hat nichts mit Kevin zu tun. Und Leute, nennt mich Predict-König. Schaut euch mal diese Szene an, wo er das Schwert in die Luft schwenkt, ne? Das Video, was ich an dem Tag noch am Morgen hochgeladen habe, schaut euch mal das Thumbnail an, ne? Was steckt da rein in die Luft? Ein wunderschönes Schwert, ne? Als ob ich es gerochen habe. Ich arbeite wirklich nicht bei Epic, ne? Wenn diese explodiert, kriegen wir unsere Season 10. In ein paar Tagen fangen auch schon die ersten Teaser an und auch dazu wird es Livestreams geben. Aber erstmal kommen Geburtstags-Challenges, Verlängerung-Challenges, Teaser kommen rein, dann Season 10. Es hört einfach nicht auf. In Fortnite geht es immer volle Kanne weiter. Team Nachtaktiv, danke, dass ihr dabei wart. Wenn ihr gerade erst aufgewacht seid, guten Morgen, Team Frühaktiv, danke. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Es würde mich ein Like freuen, wenn ihr den auf jeden Fall reinhaut. Abo und Glocke aktivieren, wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, was jetzt in Zukunft auf uns zukommt. Und gebt mehr Flosse. Abonniert Stemplay, Doppelpunkt P.